Liebe Geschwister im Herrn Jesus Christus, in der Reihe Companion Bible sind wir nun bei Appendix 81, also dem Anhang 81, der Altar für Jehova im Land Ägypten, Jesaja 19, Vers 19. Die Erfüllung dieser Prophezeiung fand im ersten Jahrhundert vor Christus statt und wird von Josephus aufgezeichnet in Antikes 13, 3, 1 bis 3 Kriege und gegen Appion 2, 5. Infolge der Kriege zwischen den Juden und den Syrern floh Onias der Vierte, der Hohepriester, nach Alexandria, wo er wegen seiner aktiven Sympathie für die Sache Ägyptens gegen Syrien wurde er von Ptolemäus Pileto willkommen geheißen und mit der Ernennung zum Prinzen über die Juden in Ägypten mit dem Titel eines Ethnarchen und Alabaren. Josephus sagt, Onias bat Ptolemäus und Kleopatra um die Erlaubnis, in Ägypten einen Tempel zu bauen, wie den in Jerusalem und dafür Priester und Leviten seines eigenen Volkes zu ernennen. Dies plante er und stützte sich dabei hauptsächlich auf den Propheten Jesaja, der 600 Jahre zuvor vorausgesagt hatte, dass ein Jude in Ägypten einen Tempel für den höchsten Gott errichten würde. Deshalb schrieb er an Ptolemäus und Kleopatra folgenden Brief, nachdem ich mit den Juden nach Leontopolis und Heliopolit und andere Orten meines Volkes und fand, dass viele die heiligen Riten nicht so hielten, wie es sich gehört und so einander feindlich gesinnt waren, was auch den Ägyptern widerfahren ist, auch durch die Eitelkeit ihrer Religionen und uneinig im Gottesdienstes, fand ich in den erwähnten Festungen reichlich mit Holz und heiligen Tieren. Ich bitte also um die Erlaubnis, einen Götzentempel abzureißen, der, um einen Tempel für den höchsten Gott zu errichten, den die Juden, die in Ägypten wohnen, harmonisch zusammenkommen und dir zu Diensten sein können. Denn der Prophet Jesaja hatte so vorausgesagt, es wird in Ägypten ein Altar für den Gott des Herrn stehen, und er hat noch viele andere Dinge über diesen Ort prophezeit. Der König und die Königin antworteten, wir haben deine Bitte gelesen, den verfallenen Tempel in Leontopolis des Heliopoliten Noms abtragen zu dürfen. Wir sind erstaunt, dass ein Tempel, der Gott gefällt, an einem unreinen Ort stehen und voll von heiligen Tieren ist. Aber da du sagst, dass der Prophet Jesaja es vor langer Zeit vorausgesagt hat, erlauben es wir dir, wenn wir nach dem Gesetz nicht den Anschein erwecken wollen, gegen Gott verstoßen zu haben. Altertümer 8, 6. Der Ort dieses Tempels war die gleiche Stelle, an der viele Jahrhunderte zuvor Israel Licht in seinen Behausungen hatte, während der Rest von Ägypten unter einer Plage der Finsternis litt. Hier war wieder Licht in der Finsternis, die mehr als 200 Jahre andauerte, etwa 1600 vor Christus bis 71 nach Christus, als er es von Vespasian beendet wurde. Die Jerusalemer Juden waren gegen diesen rivalisierenden Tempel und eifersüchtig auf ihn, und änderten zwei fast identische Buchstaben, H oder CH in H, verwandelten sie in die Stadt der Sonne.
verwandelt sie die Stadt der Sonne, Ceres, in die Stadt der Zerstörung, Heres. Die erste Lesart findet sich jedoch in vielen Kodizes, zwei früheren gedruckten Ausgaben und einigen alten Fassungen, sowie in den Randbemerkungen der AV und der RV. Die Lesart der Septuaginta zeigt, dass die hebräischen Manuskripte, aus denen diese Version erstellt wurden, ihr Harzedek, die Stadt der Gerechtigkeit. Die fünf Städte aus Jesaja 19,18 waren wahrscheinlich Heliopolis, die Stadt der Sonne, in der dieser Tempel gebaut wurde, Leontopolis, Daphne, Migdol und Memphis. Siehe Anmerkung 1, siehe die längere Anmerkung zu Jeremia 42, 44. Da noch das Original aus der Companion Bible. Das könnt ihr auch sehr wahrscheinlich besser downloaden auf bibelkreis.ch oder direkt kaufen. Die Companion Bible ist ja problemlos zu kaufen. Im Herrn Jesus Christus, der ist und der war, der kommt, der Allmächtige. Wie immer von unserem Bruder im Herrn Jesus Christus, Antonino, für uns zusammengestellt. Im Herrn, einen guten Tag. Hier will ich folgen.